Guten Morgen, liebe Leute. Weiter geht es mit Die Sims 4 und der guten Bella. Ich musste gerade überlegen, ob es Layla oder Bella ist. Schläft hier gerade noch ganz niedlich auf dem Bett. Nach den zwei richtig chaotischen Partys, sage ich mal. War ja auch schon ziemlich chaotisch, ne? Vielleicht wisst ihr noch, wie... Sogar hier oben ist es. Alter, die... Ich gehe jetzt mal auf Suche und suche nach den ganzen scheiß Sachen, die hier irgendwo hingestellt haben. Oh, unten. Hier ist auf jeden Fall Müll. Und du solltest übrigens mal richtig schlafen. Vielleicht einmal kurz auf die Toilette gehen und dann schlafen. Wie wäre das denn? Oh, guckt euch das an. Hier sogar auch. Das muss alles aufgeräumt werden. Alles. Und unten ist ja der richtige Schocker. Moment. Hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Meine Güte, wer hat denn... Das muss jetzt wirklich mal irgendjemand hier aufräumen. Und das muss wohl die gute... Oh. Oh, wir haben noch ein Becken. Ich glaube, wir müssen das mit den ganzen anderen Scheiß hier aufräumen. Das wird echt spaßig sein. Ich hoffe, wir haben da jetzt kein Geld verloren, einfach weil sie es die ganze Zeit gemacht haben. Aber wenigstens ist sie selbstsicher. Das freut mich doch schon mal wenigstens ein bisschen. Vielleicht hat sie dann wenigstens nicht so schlechte Laune dabei. Hallo, guten Morgen, Frau. Frau mit Hut. Alles klar bei dir? An diesem wunderbaren Dienstagmorgen. Du kommst bestimmt zu spät zur Arbeit. Ich würde mal rennen. So, habe ich die Wände jetzt eigentlich ganz hoch gemacht? Yep. Okay, viel Spaß, Fräulein. Das sieht echt nach Spaß aus. Wo haben wir die ganzen Paprikas her? Tomaten? Nee. Doch, es sind Paprika. Und Toast und... Alter. Und das Ding ist übrigens auch kaputt. Wie wär's, wenn du das eigentlich erstmal aufräumst? Ich glaube, sie hat echt ihren Spaß heute. Ich werde mal ein bisschen vorspulen, weil sonst wird es, glaube ich, nichts. Wenigstens macht sie es auch wenigstens... Tausendmal wenigstens. Auf jeden Fall kann sie alles auf einmal tragen. Sie hat jetzt einen Riesenhaufen. Guckt euch diesen... Ja, Riesenhaufen an. Riesenhaufen, hallo? So, Entschuldigung für eben. Sie hat jetzt irgendwo den Haufen hingetan. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Wir müssen mit aufräumen und dann vielleicht auch mal hier... das Reparieren. Weil Ersetzen, das kostet eine Menge Geld und so viel Geld haben wir es auch nicht. Und wie das brutzelt, hört ihr das? Das klingt nicht gut auf jeden Fall. Und das ist auch nicht ganz ungefährlich. Das ist ja auch schon mal klar. Also man muss ja... Ich wollte gerade schon sagen, warum steht... Ach, da unten ist der. Alter, ist das hier ernst? Guckt euch diesen Haufen an, den sie da einfach nur trägt. Und es wird noch mehr. Wo hat sie gelernt, so viel zu tragen? Kann es sein, dass man das auch, wenn man zu viel trägt, dass man das lassen, tun, fallen kann? Reden. Wir haben noch unseren Partybrunnen. Vergammelt er irgendwann oder wird er jetzt immer mit Schokolade da lang fließen? Das weiß ich jetzt nicht so genau und ich will's. Ich habe leichte Störungen mit meinem Körper. Erst niesen, dann husten. Muss ich alles schön wegschneiden. Tut mir auch sehr leid. Auf jeden Fall hat sie es bald geschafft. Wir müssen noch ein bisschen vorspulen, sonst verbringen wir wirklich den Part hier, wie sie sauber macht. Alter, wie viel Schlaf hast du jetzt schon bekommen in dieser Zeit? Okay, noch nicht ganz fertig. Fräulein, tu was. Wieso macht sie jetzt nichts? Dann räumst... Nein, du wirst jetzt das hier reparieren. Und ich werde dabei sein. Keine Sorge, ich bin dabei. Ich lasse dich nicht alleine. Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Aber keine Sorge, ich bin... bei dir. Hier unten, ich knie schon mal. So, setz dich hin. Oh, da drin. Ja. Natürlich. Dahinter. Ich möchte zugucken, wie du es machst. Pass auf, da sind Gesichter. Das sind gar keine Gesichter. Das sah aus wie Gesichter. Und das sind so die Lippen und da oben sind diese gekriegten Dinger, die Augen. Machst du was schön einfach so da drin, ja. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Stromschlag. Ich habe doch wirklich keinen Bock. Ist das vergammelter Pudding? Nee, was ist denn das? Sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so lecker aus, wie ich am Anfang dachte. Kriegst du hin, oder? Layla, bitte, tu dir nicht weh. Das ist wirklich... Obwohl, es würde zu ihr passen, wenn sie es immer machen könnte. Lächelt sie dabei? Wie konzentriert sie guckt. Oh, wie süß. Das ist so süß. Hallo. Alter, richtig konzentriert. Wie lange dauert denn das noch, Fräulein? Vielleicht hast du es geschafft, bitte. Keinen Stromschlag bekommen oder sterben oder so. Bitte nicht. Obwohl, es wäre ganz lustig, aber nicht für sie. Es ist Eiscreme. Oh, ich habe Lust auf Eis.
Regenbogeneis. Könnte Rasen enthalten. Oder ist Müll. Hast du es repariert? Ich wollte dich gerade loben. Wie bei Hotting Ground so Kiwi-mäßig. Okay. Ich glaube, wir sollten noch eine Putzfrau anheuern, die das macht. Das ist nämlich echt zu viel. Fräulein, mach das mal lieber. Wir machen das mal lieber. Ich habe hier echt... Warte, es gab hier doch Putzfrau, ne? Service. Hier, hör auf, das zu machen. Das kann irgendeine andere Frau machen. Ihr habt zwar nicht viel Geld, aber einmalige Haushaltshilfe. Oh ja, auf jeden Fall. Und dann kannst du dir irgendwas zu essen kochen. Brunchen. Rührei geht schon klar. Das geht schon klar. Und dann würde ich mal sagen, wir holen uns heute einen Job. Auf jeden Fall mit ihr einmal. Sie kann auch bald eigentlich schon wieder aufstehen. Ich finde, jetzt kann sie auch schon aufstehen. Weil sie verschläft uns den ganzen Tag. Und dann kann sie sich schon mal einen Job suchen. Und zwar... Jetzt möchte ich irgendwas mit dem Handy machen, keine Ahnung. Jobs. Job suchen, genau. So, gucken wir mal, was sie so findet. Ach, wie niedlich sie ist, ne? Alles klar, so. Da wollte jemand bestimmt, dass sie Krankenschwester wird, also Krankenhauspraktikantin. Sehr schön. Nimm aktiv am Arbeitstag des Arztes im Krankenhaus teil. Du hast jetzt noch 3 Tage Urlaub. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Du bist inspiriert. Mit jemandem über Träume sprechen. Freunde beim Christian. Eine Törtchenfabrik kaufen. Okay, wir können gerne Christian einladen. Aber eine Törtchenfabrik, ne. Einladen hier abzuhängen. Können wir gerne machen. Aber sonst vergiss es, bitte. Vergiss es einfach. Was hast du denn sonst so für Träume? Du möchtest... Jemanden umarmen. Ich muss sehr viele Huster wegschneiden. Oh, er wird gleich da sein. Obwohl, das ist Martin. Ist nicht Saskia die Frau von ihm? Oh Gott. Schelmisch sein und verspielt werden. Oh Gott, du kannst ja gerne... Die Musik ist laut. Du kannst ja gerne jemanden einladen. Zum Beispiel einmal Rebecca. Und dann kannst du ja ein bisschen... Regnet es gerade? Es kann gar nicht regnen, oder? Ich glaube, es kann nicht regnen, aber sie kann sie eigentlich Schmetterlinge fangen? Nee, ne? Oh, stehen geblieben. Ich habe drauf gefasst und stehen geblieben. Ist gerade beschäftigt. Oh. Dann holen wir uns mal Tim Pauls. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil ich nämlich die ganze Zeit niesen und husten muss und es tut mir so leid. Oh, hi, wir können bei dir ein bisschen schelmisch sein. Warte. Unfug. Falsche Nachrichten verkünden. Zum Beispiel, ich bin schwanger. Guckt euch das an. Schon 7. Monat oder so. Auf jeden Fall. Oh, da hinten sind Menschen. Da hinten. Ist das nicht Lania? Und Summer und Tim Pauls. Die machen eine Party ganz allein da hinten. Ohne uns. Ist das deren Ernst? Wir haben eine coolere Party hier, oder? Wie 3 Mädels, wollte ich gerade sagen. Kannst du mal bitte herkommen? Oh, was machst du da? Oh, oh. Specksalat-Tomaten-Sandwich essen. Ansehen. Okay, sie möchte auf jeden Fall das Apfelbild ansehen. Lustige Geschichte erzählen. Und dann möchte sie immer noch mit ihm befreundet werden. Ja, möchte sie. Und dann vielleicht mal einen Nachbarn tratschen. Der scheint kokett zu sein, der gute Typen. Typi, nicht Typen. Okay. So. Du möchtest eigentlich auch mit... Du redest also mit Tim oder kommt er jetzt her und redet mit dir? Keine Ahnung. Du möchtest aber noch... Unfug. Warte mal. Unfug. Unfug. Über Karriere lügen. Kannst du gerne machen, ist mir egal. Ob die gute Caroline, die das glaubt oder nicht. Ist das dein Ernst, wie du da lang gehst? Ist das dein Ernst? Fühlst du dich so cool? Möchtest du das unbedingt so haben? Dann mach das mal. Tschüss, Fräulein, dich will hier eh keiner haben. Tschüss. Okay, also was geht bei euch eigentlich gerade? Wo sind die Kerle hin? Also ich stehe da nur so rum und weiß nicht, was sie tun soll. Hi. Na? Ah gut, ich dachte gerade, die trauen sich nicht zu reden. Das hätte ja auch sein können, weil sie ein bisschen schüchtern sind. Aber ich glaube, sie ist nicht wirklich schüchtern. Sie sieht auf jeden Fall nicht schüchtern aus. Was macht sie denn da? Redet ihr über tolle Sachen? Ja, da habe ich gerade keine Sprechblasen. Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Da. Ich möchte aber noch mit ihm befreundet sein. Okay. Folgenden Plan vorschlagen. Oder zum Beispiel hier einmal lustig. Klopf, klopf, jetzt mache ich. Will kurz gucken, wer das da hinten ist. Hier. Das ist einmal Josephine Collins. Okay, ich dachte, jemand anderes ist schon gut. Oh, wolltest du das machen?
Interessant. Mahlzeit kochen. Hast du so einen Hunger? Hast du nicht irgendwas gegessen? Wir scheinen viel Spaß zu haben. Ihr würde ich auch gerne Arbeit geben. Vielleicht wird ihr in den nächsten Tagen arbeiten. Einen Einzelhandel kaufen. Nein, danke. Und ich dachte eben, als Einzelhandelsfrau arbeiten. Aber nee, das ist nicht genau das, was wir eigentlich haben wollten. Tim Pauls! Hey! Hey, 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 hey! Hey. Oh, okay. Und zwar, Wissenschaftlerin wäre doch voll was für sie. Da würde sie auch bald die nächsten Tage arbeiten. Man, alle Superhörner, bist du der strebsame Typ, der gerne eines Tages Alufolie auf den Kopf tragen und seine Wohnung mit großen blubbernden Behältern dekorieren möchte? Ein Wissenschaftler, der beweist, dass er die grauen Zellen besitzt, die Welt zu verändern und neue Outfits wie die... Was? Outfits? Wie den UFO-Jäger oder Objekte wie ein protziges Chemielabor freizuschalten oder neue Erfindungen und Serien zu kreieren. Und Serien? Okay, wir, dingsen hier Serien. Okay, du musst bald arbeiten. Durchbrüche erzielen. Wie macht man das? Wissenschaftliche Durchbrüche können jederzeit erfolgen, wenn ein Wissenschaftler nachdenklich ist. Dies kann zum Beispiel beim Gärtnern, Lesen oder Experimentieren der Fall sein. Gut. Du gehst übrigens noch nicht schlafen, denn du möchtest mit Bella rumalbern. Warum denn nicht? Mit deiner eigenen Schwester kannst du gerne ein bisschen rumalbern. Lustig, rumalbern. Wohin geht sie gerade? Was ist denn dein Problem gerade? Sie möchte unbedingt, sie läuft rein, um dieses komische Big Block da zu... Wie heißt das? Big Block. Okay, obwohl ihr Wunsch das ist, sich mit Christian anzufreunden. Weißt du, was ist denn los mit dir? Wir haben Dienstag, ist schon gleich 4 Uhr. Wer ist das denn? Irgendjemand. Okay, cool. Verrückt anfunkeln können wir meinetwegen machen. Die machen zu Hause draußen ein bisschen Party. Aber sie hat keinen Bock drauf, ne? Wo sie ihn eingeladen hat. Sie isst einen Apfel. Nee, warte, was ist das? Ach, die Erdbeere. Ich glaube, sie zeigt ihm gerade so ein paar coole Tanzmoves. So musst du dich bewegen. Okay, so. Richtig fresh. Richtig locker. Mach dich locker. Ja, so ist locker. Ja, und das noch ein bisschen so abgehen. Ich glaube, das ist ihm zu viel. Wackelt er mit dem Hintern? Okay. Funi? Hi, Funi. Die sind echt alle behindert, ne? Ich muss ehrlich sagen, die sind alle behindert. Mir tut gerade ein bisschen Caroline leid. Weil sie ja macht das mit ihrer Erdbeere und dumm umhergrinst und weiß nicht, was sie jetzt tun soll, weil die alle so abgehen und behindert sind. Alles da. Oh, hi. Freundlich vorstellen. Wer bist du? Du bist Maya Kreitz. Ih, du machst mir Angst mit deinem Gesicht. Das ist ja gerade gruselig. Oh, zensiert. Ich darf dich nicht sehen. Oh Gott, bleib mal stehen, bitte. Wo bist du? Da ist sie. Ihr Gesicht. Warte. Hallo. Sie mag uns nicht, glaube ich. Alter, wie sie einfach nur richtig winselt, wollte ich gerade sagen. Und ich hab's auch gesagt. So, freundlich jetzt bitte mit Christian. Alter, Christian. Und du bist verheiratet, ja? Okay, ich meine, ist doch kein Problem. Wenn du das gerne so machst, schließlich hat dir ja auch Layla gesagt, dass du so abgehen sollst. Also alles in Ordnung. Was ist aber der ganze Stress von dir los? Heute musst du nicht arbeiten, es ist Dienstag, also warum auch immer du nicht arbeiten musst. Aber wirklich, alles easy. Oh, die reden über einen süßen Bären. Was hat sie denn eigentlich für Klamotten an? Wer klingelt? Wer klingelt? Ich weiß es nicht, wer klingelt. Ich muss gleich schon aufhören aufzunehmen, weil ich gerade einfach nicht mehr kann mit meiner Stimme. Da ist gerade irgendwas umgekippt in meinem Zimmer. Oh mein Gott, was war das? Ich weiß es nicht. Habe ich schon Geister im Haus? Habe ich das schon? Alles klar, liebe Leute. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal in den Pool gehen, in den Whirlpool, zusammen reinsteigen? Wie wär's denn? Ein bisschen Party und dann müssen wir noch eine Farbe machen, Lichtfarbe einstellen. Wie wär's denn in Rot oder so? Ja, Rot. Rot sieht gut aus. Sehr schön. Geht mal rein, Leute. Der Whirlpool ist eröffnet. Alle Mädels einsteigen. Wo ist Christian? Christian! Der Whirlpool. Ganz viele fast nackte Mädels. Hallo? Christian. Hallo? Verstehe ich nicht. Aber wir sind schon eine ziemlich coole Bande. Auf jeden Fall fehlt nur noch Rebecca, die irgendwie nicht herkommen wollte. Alter, wie sie abgeht. Was ist los mit ihr? Einfach, weil sie verspielt ist. Wo ist denn jetzt Christian?
Sie ist eine Spinnerin. Oh, das gefällt mir. Nein, nein, nein. Was ist los? Ich hoffe, sie ist nicht eben in Klamotten reingegangen. Wer ist gegangen? Ach so, Rebecca geht jetzt. Rebecca sage ich schon. Caroline. Tschüss. Ach ja, sie muss arbeiten. Stimmt ja. Eigentlich können wir noch jemanden einladen. Ist sie nämlich gerade so alleine mit ihr? Ist ja nicht so cool eigentlich. Ich wollte eigentlich auch, dass Layla ist verspielt. Beide sind verspielt, ne? Aber wo ist denn Christian? Der war eben noch hier. Also ist er vielleicht oben? Christian? Christian, hallo? Ich vermisse dich. Ich mache gleich eine Vermisstenanzeige. Dann machen wir es alleine eine Party. Mit den verrückten Hühnern hier. Okay, sie möchte anscheinend nicht. Dann mit euch beiden. Dann nur mit dir. Mit der verrückten Layla. Alleine. Im Whirlpool. Lass mich alleine im Whirlpool, genau. Ja, da trinke ich jetzt. Da sind Augen überall. Hier ist nichts, hier ist Boden. Oh mein Gott, okay. Wann musst du eigentlich los zum Arbeiten? Morgen, ne? Morgen musst du los. Sie ist müde, glaube ich. Oh, komisch, schlagfertige Antwort. Was? Was? Oh, komische, schlagfertige Antwort. Was? Was? Was ist das? Achso, die tanzen jetzt zusammen. Ah, okay, gut. Die haben echt viel Spaß gerade, die drei Spinnerinnen. Die sind da echt ziemlich behindert, ne? Wie die abgehen, Mann. Was ist denn los mit denen? Die andere... Redet die gerade? Ja, Layla hat schon keinen Bock mehr mit der komischen da. Was macht die da? Leute? Die scheinen auf jeden Fall ihren Spaß zu haben. Wie süß. Irgendwie finde ich das schon ziemlich cool, wie sie einfach so abdancen, ne, und ihren Spaß haben. Bitte tanzt aber nicht so Bella an. Ich finde das Outfit übrigens cool von Bella. Es passt doch gerade so zu ihrer verspielten Art. Okay, alles klar bei euch? Ja. Ich kenne dich aber nicht. Bist du irgendwie nach... Kenne ich dich irgendwo von her oder so? Maya Kreitz. Hat irgendjemand gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beende ich jetzt hier den Part, weil sie bestimmt jetzt nämlich auch schlafen geht. Nee, noch nicht. Aber ich hatte eigentlich vor, dass wir heute vielleicht abends kurz in die Disco fahren, damit sie ein Party machen. Auf jeden Fall, liebe Leute, obwohl wir müssen morgen arbeiten. Vielleicht fahren wir einfach nur mit Bella, ist auch in Ordnung. Warte, ich muss kurz gucken. Um 10 Uhr, okay. Gut, dann möchte ich mal sagen, wir verbringen dann den Abend oder eher den nächsten Part in der coolen Disco. Vielleicht nehmen wir auch einfach Maya mit, sie meint ja echt... Also ich glaube, sie macht echt Spaß. Auf jeden Fall, tschüss, Leute. Haut rein.